Der Prophet aß vor dem Frühstück drei Datteln, betete Maghrib und aß dann. Unglaublich ist, dass Dattelzucker der schnellste Zucker ist. Er bewegt sich in 10 Minuten vom Mund zum Blut. Wenn du drei Datteln isst, erreicht der Zucker das Gehirnzentrum. Nach dem Verzehr von drei Datteln fühlst du dich 10 Minuten nach dem Maghrib-Gebet satt. Du isst maßvoll. Wann fühlt sich jemand satt? In zwei Situationen. Die erste ist sehr schlecht. Es füllt den Magen. Du fühlst dich satt, wenn das Gehirn voll ist. Mit drei Datteln erreicht Zucker das Gehirn. Man isst in Maßen wie eine gewöhnliche Mahlzeit. Ich habe viele Länder besucht. In Großbritannien isst man vor dem Frühstück Obst. Auch in Brasilien isst man vor dem Frühstück Obst. Das ist normal. Hauptsache, man isst vor dem Frühstück Obst. Der Beweis sind die gewählten Früchte und Fleisch. Versuche normal zu leben. Du isst einen Apfel nach dem Frühstück. Iss ihn vor dem Frühstück. Warte. Du isst maßvoll. Es gibt keinen starken Hunger. Das Gehirnzentrum ist voll. Beachte Fruchtzucker. Fruchtzucker ist schnellster Zucker. In 10 Minuten von Mund zu Blut. Zucker im Blut erreicht Magenmitte. Bleib bewusst. Wer lehrte den Propheten dies? Er spricht nicht Begierde, Offenbarung offenbart, Prophetenführung, nicht von Anstrengung oder Gaben seiner Zeit, Umgebung oder Erfindung. Offenbarung offenbart. Gewöhne an Früchte vor Frühstück. Probier's, iss maßvoll, satt sein, bevor voll bist.